drumherum alles aufgebaut, so ein bisschen, was wir alles haben. Das sind unsere Maisbaumaschinen. Haben wir unten schon noch einen Schwung mehrer stehen. Das sind ja die zwei Neuern draußen. 6-reige Maisbaumaschinen und eine 8-reige Maisbaumaschinen. Beide haben Mulchsaat. Wir können eigentlich fast in jeden Boden einbauen, mit denen Scheimer. Auch wenn es nicht so sauber hergerichtet ist oder wenn ein Bewuchs drauf ist, ist alles möglich, weißt du schon. Kunstdünger schnecken, dass die Fahrer sich ein bisschen leichter dann mit voll machen. Da wird der Kunstdünger aufgefüllt. Da kommt der Maissaat gut rein und da geht es jetzt dann schon dahin mit dem Mais bauen. Genau. Die zwei Techniken haben wir da und dann haben wir noch eine Technik mit den Kreiselecken, aber die ist noch nicht zusammengestellt. Da wird dann quasi statt der Sämaschine hinter der Kreislecke eine Maisbaumaschine noch hinkriegen. Das ist jetzt zum Beispiel eine große 6 Meter Gruppe. Den kann man zum Feld herrichten hernehmen oder auch noch ein Maisäckseln bei den Stoppeln zur Zwischenfruchtansaat. Da wird quasi da über die Schlei das Saatgut verteilt. Das klang, wenn es dann einfach abrieselt und die Walzen drückt es ein bisschen an und dann geht es auf. Genau. Haben wir auch selber aufgebaut. Das ist eine einfache Lösung, aber zum Zwischenfruchtbauen gelangt das leicht. Genau. Das ist jetzt eine ganz normale Sämaschine, Frontpacker, der einen Acker ein bisschen andruckt. Und da hinten Kreisel an Sämaschine. Bei unserer Sämaschine haben wir auch da Scheibenschare drin, haben wir jetzt überall. Einfach weil die ein bisschen unempfindlicher sind bei Ernterückstände und so Sachen. Frontpacker, und das sage ich mal, ist jetzt relativ alt gespannt. Die Walzen dort die Tiefenführung machen von der Kreislecke, wie tief das den Boden rein muss. Und unter anderem dort die auch das Saatbett so weit herrichten, dass die Schare hinten eine optimale Ablage hinbringen. Bei dem Gespann jetzt, das ist ein bisschen überdimensioniert vom Bullock her. Aber wir haben vor, dass wir in eine größere Arbeitsbreite gehen. Und dann brauchen wir die PS, deswegen ist der so etwas gekauft worden, auch für die anderen Maschinen, wie die Mischdreier. Ist die Leistungsklasse schon gut zum haben. Da auch wieder ein Frontpacker, vorne ein Crackerboard, wo wir hydraulisch verstellen können, dass wir ein bisschen anebenen können alles. Dann wird da quasi der Acker hergerichtet, der gepflügte. Und hinten haben wir auch wieder eine kreisleckige Sämaschine. Kreiseln, Packerwalzen, Sämaschine, auch alles mit Scheibenschau. Genau. Und jetzt mit der Maschine wird er angebaut. Da kommt dann die Sämaschine komplett runter und kommt dann eine 4-reige Maisbaumaschine hier. Und dann kann man da auch gescheit Mais bauen. Da haben wir jetzt unseren Mischdreier und da haben wir die Besonderheit, da können wir mit unserem Kran selber auflegen. Wir brauchen keinen dazu. Wir fahren neben dem Misthaufen hier, da haben wir mit dem Kran selber auflegen. Da können wir komplett selbstständig, eigenständig arbeiten. Den fahren wir nur selber. Und den Kleinen, der ist im Verleih, den holen sie die Bauern. Die können den selber einen Mist ausfahren. Genau. Bei dem anderen ist es schwierig mit der ganzen Technik, mit dem Kran. Sowas kann man nicht verleihen, das haut da nicht hin. Ja. Da haben wir unsere ganzen Häckselparade aufgestellt. Die haben jetzt schon alle zum Großäckseln hergerichtet. Das ist nochmal Rundballenbrest, die Glänzer, da kommen hinten die runden Kugeln aussehen. Und da haben jetzt hier unsere ganzen Häcksler, genau. Haben alle ein Großbegupf vorne dran zum Großhäckseln. Haben alle hergerichtet zum Großhäckseln. Jetzt ein bisschen ein Grässunterschied. Angegangen ist einmal so mit dem ganz kleinen da vorne. Sagen wir mal um die 300 PS. Dann hat es die Modelle gegeben, sagen wir mal bei 500 PS. Und dann kommen die Modelle damals schon 700 PS aufwärts. Und auch von der Grässe kannst du schauen, die haben immer gewachsen. Und jetzt ist einmal eine Grenze erreicht, wo es eigentlich mit dem Wachsen. Jetzt geht es schon eher wieder rückwärts. Jetzt kauft man wieder kleinere Häcksler. Da haben wir jetzt das Klapp-GPS-Schräger gehängt, der ganz Pflanzensilage. Da kann man halt Rohre weghäckseln für die Biogasler oder mal bei einem Bauern auch was, weißt du schon. Und da wird der stehende Bestand wird da weggehäckselt. Hat aber jeder Häcksler eine Maisausrüstung und eine Großausrüstung. Ja. Das ist jetzt beim Straßentransport nach vorne geklappt, ja, so wie es jetzt ist. Und dann, wenn es zum Feldeinsatz kommt, klappt sich das so auseinander. Bis 6 Meter breit vor dem Häcksler dort. Und dann kann man alles zusammenhäckseln. Das ist der Zapfer im Prüfstand. Da können wir Bullock oder Maschinen bis 800 PS untergelesen werden. 800 PS ist da möglich. Die ganzen Fahrzeuge, die haben alle auswärtige Kundschaften teilweise oder andere, die einfach die Leistung ermittelt haben, was der Bullock bringt. Ich konnte auch mal so einen Ausdruck zeigen, wie das ausschaut. Das ist ein bisschen schwierig.
weil das auch alles mit Computer und Bluetooth geht und irgendwo kommt da eine Störung rein oder was. Wird komplett mit dem Computer wird die Bremse bedient und wird die ganze Leistung ermittelt. Computer kostet 30.000 Euro. Da wird dann ein Leistungsdiagramm ausgedruckt, das ist jetzt ein Abbruchhans, da sieht man eine Leistungskurve und dann steht da oben, wie Maximalleistung der Bullock hat, bei Waffe der Drehzahl und dann kann der Bauer seinen Bullock optimal ausnutzen. Da haben wir ein paar Schneidwerke für die Mähdrescher, Schneidwerke, haben aber nicht alle herum, die anderen sind in den Hof unten. Da haben wir zwei Pressen, die sind auch noch eine in den Hof unten. Und dann haben wir drei Maisgebisse, die anderen sind auch in den Hof unten. Und da haben wir noch ein Wechselaggregat, da kann man schnell das aus- und einbauen. Und den Maiswechsel erfahren hier, da kann ich schnell von groß auf Mais wechseln innerhalb einer Stunde, weil das sofort ausgerüstet ist. 10-Reihe, 8-Reihe, 8-Reihe und unten stehen die 6-Reihe. Und dafür haben dann die Mähdrescher. Der ist noch vom Maisensatz nicht gewaschen worden, der wird jetzt nochmal umgebaut zu Getreidedreschen und dann wird er gewaschen und das sind die Drescher, die haben die. Und da ist auch so, da drin stehen halt Mähdrescher und Häcksler und hinten ist die Werkstatt, wo wir halt alle richten. Hinten oder reparieren, Kundendienst, Wartung machen. Danke fürs Zuschauen, für euch.